Und zwar werden wir jetzt Welt 2 spielen. Ich habe Master Mario noch gar nicht auf meinen Favorites, siehst du mal? Ah, lass mal gucken. Mache ich eben wieder alles alleine hier. Master Mario. Da doch Favoriten, da bin ich drauf, mein Freund. Da bin ich drauf, da siehst du Rikuyo. So, machen wir erstmal hier eine Level-ID. JGV. Ach, Baumeister. Baumeister und da auf Favoriten. Moment mal. Nee, da habe ich dich auch nicht, siehst du? Hab dich noch nicht. So, aber dass das jetzt hier nicht zu lange dauert und zu lang hinkack. JGV. GV66H und VWG. Zack. Okay, oh du, Alter. So, gehen wir erstmal auf Metal Mario Master. Setzen dir noch Favorit. Oh, der hat das schöne Shirt hier an, seht ihr? Gehen wir hier mal auf die hochgeladenen Level, da sollte es ja eigentlich easy sein. Gamescom Community Level. Welt 4-4. Wir waren bei Welt. Waren wir bei Welt 2? Ja, die haben wir noch nicht gespielt, ne? So, hier, Welt 1. Nein, 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 nein. Ich werde jetzt mal nicht alle spielen, ich werde mal noch die vier spielen. Ah ne, die Knochenwüste haben wir schon gespielt, das haben wir schon. Welt 3, machen wir erstmal, Welt 3. Die machen wir jetzt. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Legen wir los mit Welt 3.1, explosives Schneetreiben von Metal Master Alpha. Din, 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 din. Auch noch ein Level. Ja, das können wir dann noch auf jeden Fall dranhängen. Das können wir dann noch dranhängen. Da muss ich euch alle mal noch auf Favoriten nehmen. Könnt ihr nämlich die Level nochmal machen. Ah, die Metal Mario Master Level. Eine Mischung aus klassisch und ein bisschen verspielten Elementen. So. Aua. Fies. Sehr fies. Ich glaube, an einigen Stellen muss man sich treffen lassen. Oder ich bin einfach ein Depp. Ich glaube, es ist ersteres. Zweiteres. Ah! Mann, das ist so gemein, ey. Ja, da muss ich doch hochspringen jetzt. Wo soll ich denn da jetzt? Ich wüsste jetzt nicht. Das meine ich mit zu schnell, ja. Ja, das ist Kacke. Nee, da werde ich ja immer getroffen. Was ist das denn? Eigentlich ist es ja nicht mal zu schnell, sondern die Sprungwege funktionieren ja manchmal nicht. Siehst du? So wie hier zum Beispiel. Oder hier wirst du immer getroffen, zu 100%, weil du halt dich auch retten musst. Das ist ein bisschen anstrengend. Ja, schon aber verloren, weil da hinten muss ich mich einmal treffen lassen. Zwar hier. Oder auch nicht, wenn man es kennt. Ja, das ist aber keine Prämisse. Bombe. Noch mehr Bomben.
Schnell da rein. Ein Pilz. Das ist lieb. Oh, ich liebe die Schneelevel irgendwie. Die sind süß. Die sind schon cute. Schaukelt der da nochmal da rein. Ach, Lakito. Misch denn du dich jetzt da ein? Oh Gott. Oh ne, noch was. Wenn jetzt einen Lakito noch einbaust, ne, dann... Ja, da ist er doch schon. Ha, aber nicht mit mir. Zack. Springer nach links und dann nach rechts. Wir versuchen immer weiter ganz vorne zu bleiben. Das geht natürlich auch, ja. Das hat ein toll verdient. Level 1. Explosive Schneetreiben. Zack. Der Fetzer hier einmal. Achtung. Glück gehabt, schreibt er. Das ist purer Skill, mein Freund. Welt 3-2, Eiszapfenkrotte. Kurz und knackig. So. Ich bin gespannt. Anderer Stil. Auf jeden Fall schon mal. Ah, oh, schön Eislevel. Irgendwo versteckter Block? Nee. Ich liebe ja diesen Stil, ne? Da ist ein Pilz. So fair ist er immer. Das muss man ihm einräumen. Nehmen wir die Unverwundbarkeit mit und verkacken an dem. Yes! Oh Gott. Es nimmt aber heftig zu an Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. Voll geskillt und dann an dem kaputt gegangen, ne? Das ist, muss einfach langsam springen. Durch. Das war jetzt fies. That was some fiesness. Da runter? Nee, kann ich nicht. Kommt irgendwas immer wieder raus. Fehlen auch noch 3 Level aus Welt 2. Ja, ich mache jetzt erstmal die zweite Welt hier. Dann können wir mal gucken und dann können wir die eventuell dann nachholen. Stimmt, ich habe nur die Bowser-Welt gemacht, ne? Fällt mir gerade ein, da hast du recht. Da hast du ja recht. So, solide, schreibt der eine hier. Ist auf jeden Fall schön. Kurz und knackig. Das stimmt auf jeden Fall. Frostiger See. Im Super Mario 3D World Stil. Ich krieg gerade wieder so viel Lust, ne? Auf so viele Mario-Spiele. Das ist unglaublich. Welt 3-3, Frostiger See. Oh, gleicher Eingang. Hier ist man nur sicher, wenn man da ist. Oder diesem Brocken da. Diesem Pau. Kacke! Hat der Fisch den gerade gedrückt? Krass. Oh, 3D World, ne? Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Ich bin so faul, meine Wii U anzuschließen. Ah, guck mal, die machen das für mich, die Eiszapfen. Ist hier drin? Pilz auch noch, ja. Thank you.
Hinten des Schiffes irgendwie sauschön, ne? Ach, Kacke. Ich hasse Unterwasserlevel eigentlich auch. Oder gibt's sogar... Kannst du das echt einstellen? Dass du eine Feuerblume kriegst Das wusste ich jetzt nicht, siehst du? Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Didi, din, din, didi. Oh Gott. Oh Gott. Schön irgendwie. Aua, hey. Diesen Blöcken kann man viel mehr machen. Nein, die Instant-Fressfische. Dein Ernst? Weg da! Haben wir's? Wir haben's geschafft! Und der Level hat mir jetzt richtig gut gefallen. Gerade mit den verschiedenen Wasserpassagen, mit den verschiedenen Gegnern. Richtig schön klassisch, richtig schön schön. Hat Spaß gemacht, definitiv. Es gibt auch ein toll Kinderspiel, sagt Fetzer, der hat sich auch gefreut. Feuerblume gedrückt halten. Ah, ich verstehe. So, Hammerbruders Eisohr. Ne, wenn ich jetzt schon Hammerbruder lese, kriege ich schon wieder das kalte Kotzen, ey. Oh Mann. 3-4. Hammerbruders Eisfestung. Besiege alle Hammerbrüder. 6 Stück. Ah, da kriegen wir hier. Oh! Bin ich. Fuck. Pilz, Mist. Ich wollte eine Blume, um die kaputt zu machen. Ohne wird das wahrscheinlich nicht laufen. Oh Gott. Komm her, du. Yeah. 1 und 1 gegen den Hammerbruder. 1 gegen 1, nicht 1 und 1. Hallo, mein Name ist Marcel Davis. Schlecht. Ja. Den hätte ich gern. Und dann wäre ich da gern nicht runtergesprungen. Mimimimis, mies. Scheiße. Warum mache ich das denn jedes Mal? Da gibt es einen Pilz, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Schon mal so. Ja. Oh, Tanuki. Ein Down, zwei Down. Bam. Nice.
So, zwei Stück haben wir noch vor uns. Megahammer-Brüder hier. Ui, alles down? Umgeschafft, oder? Da haben wir's! Nice! Hat Spaß gemacht. Definitiv was Schönes. So, gibt natürlich auch ein Toll. Welt 3 ist durch. GG aus dem Stream, da war wieder Gebirges. Der alte Lümmel. So, Welt 2 hast du gesagt. Da fehlen noch die drei hier. Die fehlt noch die Glühe. Ah ja, stimmt. Da fehlt die Wüstenwelt komplett. Wir machen das jetzt. Aber ja doch, komm. Die schieben wir noch nach, auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall holen. Wir wollen alle Metal Mario Master Level gemacht haben. Dann hauen wir noch das Level vom guten Snobbit hinterher. Und dann gucken wir mal. Ich habe noch Lust auf ein anderes Spiel. Das wird vielleicht sowas wie eine kleine Enthüllung werden. Was wir dann als nächstes spielen werden. Hatte ich jetzt schon länger vor. Bin ich bis jetzt aber... bin bis jetzt noch nicht so richtig wieder in Fahrt gekommen mit Stream, so dass ich das irgendwie mal starten konnte. Aber ich denke, das können wir mal machen. Oh Gott. Die Dinger schon wieder. Wer braucht schon eine Röhre, ne? Oh nein, und dann sowas. Immer an den unnötigsten Stellen. Ach ja. Schön Euro-Level zu spielen. Sieht man immer, was der Einzelne so an Leveln fabriziert und was er so an Fantasien hat und was für ihn Mario ausmacht, so ein bisschen, ne? Sieht man natürlich auch so ein bisschen. Wie er sich die optimalen Mario-Level vorstellt. Ups. Die eine Bombe, die andere gefressen. Da will ich jetzt nicht so blöd durchhopsen, da muss ich immer so durch. Diese. Knochen trocken. Gucken, ob ich irgendwo rein kann. Nein. Haha! Einfach schön die Flagge noch mitgenommen. Ja, ist eine ganz solide Welt. Ist halt steigender Schwierigkeitsgrad, weil es ist ja Welt 2, ne? Wir waren ja eben in Welt 3 und deswegen ist es auch hier wahrscheinlich ein bisschen leichter als bei dem anderen. Und es passt schon so. Es geht schon. Ich finde es schön, wenn jemand das so durchzieht, auch mit dem Theme, sage ich mal. Und wenn er dann gerade anfängt, ja, hier noch die Themen zu wechseln. Ja, die verschiedenen Spiele-Themen. Ist auf jeden Fall ganz geil. Wie seht ihr das denn? Ich meine, ihr habt jetzt schon ein paar Level gesehen. Waren da welche dabei, wo ihr sagt, scheiße. Wo ihr nicht, das sagt ihr natürlich nicht. Oh, der Stuhl. Wo ihr dann so sagt, ja, hat mir jetzt sau gut gefallen. Oder nö, hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Irgendwas dabei gewesen für euch? Scheibenkleister. Ist ja alles nicht mehr so mega geil. Ist ein bisschen schneller hier. Kommt die Sonne. Bin ich ja erst dagegen gesprungen? Fand die Eislevel sehr cool. Ja, die Eislevel waren sehr schön, ne? Verdammt! Das Eisthema ist tatsächlich eins der cooleren.
Wieso springe ich denn immer zwischen die? Ach lol. Ach lol. Ja, dann sollte man trotzdem nicht die Mancha-Kacke hier machen, so wie ich das gerade gemacht habe. Starte ist ein versteckter Block mit Sternen. Weil so ich da denn, wir sind jetzt. Ach, direkt springen, ja. Hätte man drauf kommen können. Ah! Ja, das war zu langsam. Das schaffst ja sogar du. Hä, wo ist er denn jetzt? Hallo, Block? Da ist er. Und hier ist Schluss. Und dann springe ich dagegen. You're too slow.